kommen wir zu der Nominierung der Innenminister zum Abschiebeminister 2011. Wir haben in den letzten Monaten und Wochen viel recherchiert und die Flüchtlingspolitik genau verfolgt. Dabei sind uns folgende Minister besonders negativ aufgefallen. Der erste ist Lorenz Kaffier und wird vorgestellt von Haubier. Ja, guten Abend. Also es ist für mich ehrlich gesagt persönlich eine große Ehre, dass ich im Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern verlassen stelle. Ich komme nur noch aus Mecklenburg und das ist für mich ganz große Ehre. Der Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier, ist dafür bekannt, dass sie im unterliegenden Amt stumm zu schalten. Neben die anderen Kollegen ist es ein Spitzenreiter der CDU. Wenn es dort unfair Flüchtlingspolitik in Deutschland geht, zieht es Aufmerksamkeit auf sich, als um den Fall einer armenischen Familie aus Kühneborn geht. Die Kinder in Deutschland geboren, aufgewachsen, sollten auf ihre gewohnte Umgebung gerissen und eine für sie völlig unbekannte Land ohne Zukunftsperspektive abgeschoben werden. Sowohl Freunde, auch Bekannte, die Familie, Schulleitung und auch Bürgermeister versuchten vergeblich zu helfen. Schließlich war die Familie gezwungen unterzutauchen. Durch Kaffee-Verhalten wurde eine regelrechte Protestwelle gegen seine Flüchtlingspolitik aufgelöst. Kaffee behauptet, steht das Gesetz entsprechend dazu, handelt und erläuterte, er habe keine andere Wahl, als abzuschieben. So wollte das Innenministerium vor Stammtischen nicht als schwacher Mann dastehen. Van Kaffee glaubte sich um diese Flüchtlingspolitik seine Wähler zu sichern. Bewegt diese Protestaktion glücklicherweise der Einstellung der Pfanne und die Aussetzung der Verfahren gegen armenische Familien, sie dürfen bleiben. Im Gegensatz zu vielen anderen, die katastrophale Flüchtlingslage in Nordsdorf-Horst und die andere Unterkunft der Mecklenburg-Vorpommern weiterhin auf ihr Bleiberecht hoffen. Das war's. Dankeschön.